Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und ich zeige euch heute, wie ihr in OneNote gelöschte Inhalte oder auch Dinge, die euch fehlen, wiederherstellen könnt. Da wollen wir uns vier Schritte anschauen, nämlich zum einen das rückgängig machen, zum zweiten, wie ihr ganze Seiten wiederherstellen könnt. Dann wollen wir uns Seitenversionen anschauen, aus denen kann man auch manchmal was wiederherstellen und zum Schluss zeige ich euch noch die OneNote-Sicherung. In meinem ersten Beispiel hier ist es so, ich habe hier einen Text, der ist markiert, ich komme an die Tastatur, ich überschreibe den Text und den möchte ich wiederherstellen. Und die beste Möglichkeit dafür ist, dass ich auf das Rückgängig-Symbol in der Schnellzugriffsleiste gehe. Was hier in OneNote ein bisschen schade ist, ist, ich sehe nicht alle Schritte, die ich rückgängig machen kann, so wie ihr das vielleicht aus Word gewöhnt seid. Und wenn ihr das wollt, dann braucht ihr ein zusätzliches Symbol in der Schnellzugriffsleiste. Das findet ihr über weitere Befehle. Und dann dort unter R wie rückgängig gibt es ein rückgängig mit einem Pfeil hinten dran. Und das verwenden wir, um dann, wenn wir mehrere Sachen verändert haben, hier sehen zu können, welche Schritte waren das und die dann auch auf einmal rückgängig machen zu können. Stellt euch vor, ihr habt eine ganze Seite gelöscht, zum Beispiel über einen Rechtsklick auf die Seite und den Befehl löschen. Und ihr könnt sie jetzt nicht mehr über rückgängig wiederherstellen, weil es zum Beispiel schon zu lang her ist, ihr OneNote schon mal geschlossen hattet, also jedenfalls ist die Seite weg und kommt über rückgängig nicht mehr zurück. Dann habt ihr die Möglichkeit, diese Seite über den Papierkorb des Notizbuchs wiederherzustellen. Und diesen Papierkorb, den erhaltet ihr über einen Rechtsklick auf das Notizbuch. Notizbuchpapierkorb oder auch über den Verlauf Notizbuchpapierkorb. Und in dem Papierkorb des Notizbuches findet ihr dann hier die Seiten, die es noch gibt und das wäre die Seite, die ich gelöscht habe. Und jetzt kann ich hergehen und kann diese Seite zum Beispiel über einen Rechtsklick verschieben und kopieren, wieder in das Notizbuch zurückschieben oder in den Abschnitt zurückschieben, in dem ich es haben will. Und dann habe ich es hier wieder mit drin und würde es jetzt noch an die richtige Stelle ziehen. Ihr seht hier auch, man kann den ganzen Papierkorb leeren und man kann auch den Verlauf für das Notizbuch deaktivieren. Ich würde euch beides eher nicht empfehlen. Dann kann es sein, dass ihr mal an einer Seite etwas geändert habt, also nicht die ganze Seite gelöscht, sondern an der Seite etwas geändert. Ihr habt OneNote geschlossen, ihr könnt es nicht mehr rückgängig machen. Und dann ist die Frage, was gibt es da noch für eine Möglichkeit, um wieder an den Ursprungszustand zu kommen? Und da habt ihr folgende Möglichkeit. Ihr klickt einfach mal auf die Seite, an der ihr was wiederherstellen wollt und schaut mal, ob ihr über die Seitenversionen dahin zurückkommt. Die werden dann hier drunter angezeigt. Wenn das mehrere sind, werden auch mehrere angezeigt. Ihr könnt dann schauen, ah, wie sah denn das damals aus? Und könnt dann entscheiden, hier über diesen gelben Balken durch Anklicken mit der linken Maustaste, ob ihr diese Version wiederherstellen wollt oder ob ihr sie irgendwo anders hinkopieren wollt, beziehungsweise wie ihr sonst mit diesen Versionen umgehen möchtet. Und wenn ihr die Seitenversionen nicht mehr sehen wollt, klickt ihr wieder auf die Seite und wählt Seitenversionen ausblenden. Wenn all das nichts hilft, gibt es noch eine Datensicherung von OneNote und die findet ihr über den Menü Datei und ihr seht hier hinter dem Notizbuch steht Sicherung öffnen. Das ist jetzt nicht nur die Sicherung für dieses eine Notizbuch, sondern für alle OneNote Notizbücher, die ihr schon mal in OneNote offen hattet. Ich gehe mal hier auf Sicherung öffnen und ihr seht, ich habe das Notizbuch, das ich gerade hier eingebunden habe, ist in der Sicherung. Und dann gibt es aber noch ein anderes Notizbuch, das ich hier mal offen hatte und das auch in der Sicherung ist. Und wenn ihr daraus etwas anschauen oder wiederherstellen wollt, dann macht ihr einen Doppelklick auf das entsprechende Notizbuch und seht jetzt hier die verschiedenen Abschnitte, Beispiele heißt der Abschnitt. Und da habe ich eine Sicherung vom 17.04. und eine Sicherung vom 2.05. Ich nehme mal die vom 17.04., bestätige, gehe auf Öffnen. Und jetzt sehe ich hier links unten geöffnete Abschnitte. Und da drin ist jetzt der geöffnete Abschnitt Beispiel.1. Das ist also mein Abschnitt Beispiel vom 17.04.
Und hier sehe ich, jetzt bin ich gerade in diesem Abschnitt mit diesen vier Seiten. Und wenn ich auf meinen normalen Beispielabschnitt zurückgehe, dann seht ihr, da habe ich mehr drin. Also es wird nicht automatisch ersetzt, sondern es wird jetzt sozusagen zusätzlich angezeigt. Und ihr könnt hier unten diese Abschnitte auch mit einem Rechtsklick wieder schließen. Das waren also vier Möglichkeiten, mit denen ihr Dinge, die euch fehlen in OneNote, wieder zurückholen könnt. Ich drücke euch die Daumen, dass wann immer euch sowas mal passieren sollte, sollte ihr das mit diesen Wegen wieder in Ordnung bekommt und freue mich auf eure Rückmeldungen zum Zurückholen von Inhalten in OneNote. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, das war's, euer Arno.